Ja, als nächstes wollen wir nicht die 1-Norm, wie ich gerade gesagt habe, sondern die Unendlich-Norm einer Matrix berechnen. Das heißt, ich gebe Ihnen die Unendlich-Norm vor und eine Matrix und Sie sollen die Norm dieser Matrix berechnen. Da mir dieser Begriff der Matrix-Norm relativ wichtig ist, möchte ich das hier jetzt auch, damit Sie es wirklich verstehen, an einem ganz einfachen Beispiel einmal durchexerzieren, bevor wir es allgemein für die Unendlich-Norm machen. Okay, das heißt also, wir nehmen an, wir haben eine Matrix A und von der wollen wir die Unendlich-Norm ausrechnen. Okay, was mussten wir tun für diese Matrix? Wir mussten ausrechnen diesen Quotienten Norm AX durch Norm X. Das heißt, wir müssen herausfinden, was ist erstmal die Norm von X für einen allgemeinen Vektor und was ist die Unendlich-Norm von X und was ist die Unendlich-Norm von AX. Zunächst mal schreibe ich einfach mal hier hin, für einen beliebigen Vektor x gleich x1, x2 und die Matrix 2, 1, minus 1, 3. Rechnen wir auf, was ist ax? Das ist nichts anderes als 2x1 plus x2 minus x1 plus 3x2. Okay, wir wissen, die Unendlich-Norm eines Vektors ist nichts anderes als das Maximum der Beträge der Einträge. Das ist also hier das Maximum von x1-Betrag und x2-Betrag. Und insbesondere gilt, naja, also anschließend ist natürlich das x1-Betrag kleiner gleich dem Maximum, also kleiner gleich der Unendlich-Norm und natürlich auch x2-Betrag ist kleiner gleich der Unendlich-Norm. Okay, wie sieht es mit ax aus in der Unendlich-Norm? Naja, also das ist nichts anderes als das Maximum von 2x1 plus x2-Betrag und minus x1 plus 3x2 zum Betrag. Okay, mit der Dreiecksumgleichung kann ich das hier natürlich sofort abschätzen durch 2 mal x1-Betrag plus x2-Betrag und das andere durch x1-Betrag plus 3 mal x2-Betrag. Okay, jetzt weiß ich aber, die xk zum Betrag sind alle kleiner gleich der Unendlich-Norm. Das heißt also, das hier ist kleiner gleich 3 mal die Unendlich-Norm von x und das hier wäre kleiner gleich 4 mal die Unendlich-Norm von x. Okay, ich möchte gerne diese Norm von ax abschätzen gegen die Unendlich-Norm von x. Naja, also dann nehme ich hier einfach das Maximum von den Zahlen, die hier stehen, also gerade die 4 hier vorne. Und es gilt natürlich immer, Norm ax in der Unendlich-Norm ist kleiner gleich 4 mal die Unendlich-Norm von x. Und ja, und das heißt, es gilt tatsächlich die Unendlich-Norm von ax geteilt durch die Unendlich-Norm von x ist kleiner gleich 4. Okay, das heißt also, 4 ist jetzt schon mal so ein Kandidat für die Norm, denn es erfüllt gerade diese Eigenschaft, von der wir am Ende vorhin gezeigt haben, am Ende, die müssen wir zeigen, wenn wir die Norm ausrechnen wollen. Es muss nämlich gelten, Norm ax durch Norm x muss kleiner gleich der Norm sein, gleich der Norm der Matrix sein. Okay, gut. Wie ist diese 4 zustande gekommen? Das können wir vielleicht auch mal eben gucken. Wir haben hier praktisch in jeder Zeile einfach die Beträge der Einträge aufaddiert. Ja? Also hier 2 und 1 gab 3 und hier in dieser Zeile gab minus 1 plus 3. Minus 1 Betrag ist 1. Das heißt also, da war das gerade 4. Und davon nehmen wir das Maximum. Das war einfach das, was wir hier oben gemacht haben. Das heißt also, diese 4 hier vorne ist nichts anderes als das Maximum der Summe der Beträge von jeder Zeile. Okay, jetzt mussten wir noch eine zweite Sache zeigen, nämlich wir mussten zeigen, dass es einen Vektor gibt, wo dieses kleiner Gleich hier vorne tatsächlich zu einem Gleich wird. Schauen wir uns an, was wir dazu tun müssen. Naja, also wo haben wir denn hier vorne abgeschätzt? Wo haben wir möglicherweise einen Fehler gemacht? Also wenn man hier oben guckt, das x1-Betrag war kleiner gleich der Unendlich-Norm, das x2-Betrag war auch kleiner gleich der Unendlich-Norm. Wie können wir garantieren, dass da oben immer ein Gleich steht? Naja, also wenn wir alle Beträge gleich wählen, dann steht hier immer ein Gleich da oben, ja, und dann haben wir damit keine Probleme. Das zweite ist, wo haben wir noch ein kleiner Gleich? Also, wo haben wir nochmal abgeschätzt? Na, hier vorne an dieser Stelle, da haben wir abgeschätzt, nämlich das minus x1 plus 3x2, da haben wir die Dreiecksumgleichung benutzt. Ja, wenn diese beiden hier unterschiedliches Vorzeichen haben, die hier stehen, dann ist das tatsächlich kleiner, was hier vorne steht. Wenn die aber gleiches Vorzeichen haben, dieses minus x1 und 3x2, dann bekommen wir tatsächlich genau diese 4x1, also diese x1-Betrag plus 3x2-Betrag hier vorne raus. Ja? Dann ist diese Dreiecksumgleichung hier vorne tatsächlich gar keine Ungleichung.
Das heißt also, wenn ich dafür sorge, dass das hier ein positives Vorzeichen hat, das hier auch ein positives Vorzeichen hat, dann ist alles gut. Das heißt also, wenn da das x1, da das Vorzeichen hier vorne ein Minuszeichen ist, wähle ich das x1 einfach als minus 1, das x2 hier vorne als 1. Naja, und ich rechne das Ganze aus. Ax in dem Fall ist dann nichts anderes als ja, eingesetzt, also x1 gleich minus 1, x2 gleich 1, gibt also minus 2 plus 1. Oh, das sollte ein minus 1 sein hier vorne. Und dann an minus 1 und 4. Ja, eine 4 deshalb, bei minus 1 mal minus 1 ist 1, plus 3 gibt 4. Und was ist die Unendlichnorm dieses Vektors? Natürlich das Maximum von minus 1 und 4, der Beträge jeweils, das ist gerade 4. Das heißt also, wir haben die Norm von x, das ist 1, ja, denn alle Einträge haben den Betrag 1. Die Norm von ax ist 4, das heißt die Norm von ax geteilt durch die Norm von x ist 4. Und das heißt, an einer Stelle wird tatsächlich hier vorne dies kleiner gleich zu einem gleich. Und das heißt, die Norm dieser Matrix, die Unendlichnorm dieser Matrix, ist tatsächlich 4. Okay, jetzt müssen wir dieses Vorgehen von gerade nur noch formalisieren und dann sind wir fertig. Das heißt also, wir nehmen jetzt eine allgemeine Matrix aus dem R hoch n Kreuz m. Die Koeffizienten der Matrix bezeichne ich mit a, i, j. Und wir nehmen einen Vektor x aus dem R hoch m, dass wir einmal x bilden können. Und die Komponenten des Vektors bezeichne ich mit xj. Dann, was war nochmal die Unendlichnorm von x? Das war einfach das Maximum der Beträge der Einträge, also das Maximum der xk-Betrag. Und natürlich gilt wie gerade, das xk-Betrag ist kleiner gleich der Supremumsnorm von x. Okay, wir schauen uns an von ax den i-Eintrag, neben dem Betrag davon. Naja, das ist die Summe j gleich 1 bis m a i j mal xj, nach Definition von Matrixvektor, davon der Betrag. Und mit der Dreiecksungleichung ist das hier kleiner gleich der Summe j gleich 1 bis m, Betrag a i j mal Betrag xj. Okay, gut, jetzt wissen wir aber, die xj-Betrag sind alle kleiner gleich der Unendlichnorm und unendlich vergessen. Das müssen wir nochmal dahin machen. Genau, das ist kleiner gleich der Summe j gleich 1 bis m, Betrag a i j mal die Unendlichnorm von x, und das hier vorne kann ich ausklammern. Und dann sehen Sie, dass hier vorne schon so ein bisschen das steht, was wir haben wollen, nämlich die Einträge von ax, die sind kleiner gleich einer Konstanten hier mal die Unendlichnorm von x. Okay, rechnen wir jetzt die Unendlichnorm von ax aus. Naja, die Unendlichnorm von ax ist nichts anderes als das Maximum der Beträge der Einträge. Das heißt also das Maximum der axi zum Betrag. Die AXI zum Betrag, die habe ich da oben schon ausgerechnet. Das ist nämlich die Summe J gleich 1 bis M Betrag AJ mal die Supremumsnorm von X. Und die sollten wir vielleicht hier auch nochmal hinschreiben. Wenn ich jetzt einfach das hier ersetze durch sein Maximum, dann ist das sicherlich für alle I richtig. Das heißt also, das ist mit Sicherheit kleiner gleich dem Maximum über alle I, J gleich 1 bis M, Betrag a i j. Überlegen wir noch mal ganz kurz, was ist dieses Maximum alle i, j gleich 1 bis m, Betrag a i j? Zunächst mal, das i ist seit zunächst mal fest. Dann haben wir hier einfach nur die Einträge in der i-ten Zeile, der Betrag davon, aufaddiert. Und das ist genau das, was wir vorhin beim ersten Mal auch gemacht haben. Da kamen 3 und 4 raus. Und wir nehmen das Maximum davon. Ja, das war vorhin genau die 4. Ja, das ist also einfach nur genau formalisiert, was wir vorhin gemacht haben. Okay, diese Zahl, die hier steht, dieses Maximum, die erfüllt die eine Bedingung, die wir zeigen mussten, wenn wir zeigen wollen, dass das hier tatsächlich eine Norm ist. Es gilt nämlich, die Norm von ax in der Unendlichnorm ist kleiner gleich diese Zahl hier, und die nenne ich schon mal die Unendlichnorm von a mal die Unendlichnorm von x. Gut. Wunderbar. Ja, also die eine Voraussetzung oder diese eine Eigenschaft ist schon mal gezeigt.
Und jetzt müssen wir noch zeigen, dass es ein x gibt, wo tatsächlich dieses zum Gleichheitszeichen wird. Okay, was haben wir vorhin gemacht? Wir haben uns die Zeile angeschaut, in der das Maximum angenommen wird, also da, wo die 4 ankam. Und dann haben wir einen Vektor genommen und den haben wir vom Betrag her immer 1 genommen und da, wo das entsprechende Element in der Zeile negativ war, haben wir es minus 1 gesetzt. Da, wo es positiv war, haben wir es 1 gesetzt. Okay, machen wir ganz genauso. Sei i ein Index, an dem dieses Maximum angenommen wird. Dann wählen wir ein x quer aus dem R hoch m und wir machen genau dasselbe wie vorhin. Wir wählen xj quer als 1, wenn das entsprechende Matrixelement größer gleich 0 ist und minus 1, wenn das entsprechende Matrixelement negativ ist. Schauen wir uns an, was ist das ax quer in dieser i-ten Komponente? Das ist die Summe j gleich 1 bis m, aij mal xj quer. Das ist also diese Summe hier vorne. Und jetzt gucken wir uns an, das xj quer ist entweder 1 oder minus 1. Naja, wenn das aij positiv ist oder wenn es größer gleich 0 ist, dann ist auch das xj quer hier vorne größer gleich 0. Das heißt, dann ist das hier vorne positiv. Wenn das aij negativ ist, dann ist auch das xj quer negativ, nämlich dann ist es minus 1. Und in beiden Fällen steht dann hier vorne einfach nur der Betrag von aij. Ja? Okay. Gut, das heißt, das ist genau dasselbe wie die Summe j gleich 1 bis m, Betrag aij. Ja, und wir hatten angenommen, dass für dieses i das Maximum angenommen wird. Das heißt, das ist nichts anderes als die unendliche Norm von a, so wie wir sie hier oben definiert haben. Und damit wird tatsächlich für ein x quer dieses Maximum wirklich angenommen. Okay. Gut, ganz kurz nochmal, also was ist die Quintessenz aus dem, was wir gemacht haben? Wir können die Matrixnorm, die Unendlichnorm einer Matrix, die induzierte Unendlichnorm einer Matrix, sehr einfach ausrechnen. Nämlich alles, was wir tun müssen, ist, wir müssen in jeder Zeile die Beträge der Einträge aufaddieren. Das Maximum davon ist unsere Norm.